Unsere heutige Folge der Freie Presse Mountainbike Serie führt uns auf die Strecke des Stoneman Miriquidi. Den ganzen Stoneman können wir in einem Recherchetag nicht fahren, nur einen kleinen Abschnitt von Annaberg nach Rittersgrün. Wir wollen einen Eindruck vermitteln. Die Straßen der Bergstadt können wir recht bald verlassen und auf einen gut ausgebauten Fahrradweg wechseln. Uns begleitet Ronny Schwarz vom Tourismusverband Erzgebirge. Die ganze Strecke ist 162 Kilometer lang und mit 4400 zu überwindenden Höhenmetern sehr anspruchsvoll. Unterwegs treffen wir Toni Escher. Er ist Tourenguide. Mit ihm können die Gäste des Stoneman in der Kategorie Bronze, hier ist man 3 Tage unterwegs, oder in der silbernen Kategorie in 2 Tagen fahren. In Kunersdorf halten wir an diesem selbstgebauten Wasserspender. Die Leute haben ihn einfach an ihrem Gartenzaun aufgebaut und die Stoneman-Fahrer können ihre Wasserflaschen auffüllen. Einfach so. Unsere Tour führt uns weiter über Feldwege hinab ins Seematal und auf der anderen Bergseite wieder hinauf. Das ist ja die begehrte Trophäe hier hinter euch. Irgendwie Handel, der den Stoneman. Richtig. Und als kleine Motivation gibt es die hier schon mal in etwas größerer Form zum Fotos machen und mal draufsitzen und tief durchschnaufen. Hintergrund ist eigentlich ganz einfach. Hier direkt nebenan wohnt der Malermeister, der unsere Steine bemalt. Und deswegen hat er hier an seinem Grundstück diese wunderbare Trophäe nachgebaut. Und ja, also wir guiden auch den Stoneman hier in der Silber- oder Bronze-Variante, also über 2 oder 3 Tage, wirklich für, ich sag mal, jedermann, jeder, der ein bisschen Mountainbike-affin ist und sich diese Etappen in der ausgeschriebenen Länge und Höhenmetern zutraut, führen wir hier in einer ganz gemütlichen Runde mit Spaß für alle rum und eben am Ende bekommt dann auch jeder seine Trophäe. Ja, es gibt ausgewiesene Termine, übers Jahr verteilt. Geht jetzt im Mai, Juni los und dann bis hinten rein, im Herbst rein zu den Stoneman Days. Dann auch mit dem Urvater des Stonemans, mit dem Roland Stauder zusammen. Unsere Tour führt uns weiter über Feld- und Waldwege mit traumhaften Ausblicken zu den Bergen des Erzgebirges. Der Stoneman Miriquidi führt über 9 Gipfel beidseits der deutsch-tschechischen Grenze. Es sind der Bärenstein, der Pöhlberg, Rabenberg, Auersberg, Plattenberg und Blessberg, Fichtel und Keilberg. Wir erreichen den Scheibenberg. Der Berg ist 807 Meter hoch und wer noch höher hinaus will, kann den 1994 eingeweihten Aussichtsturm besteigen. Im Berggasthof freut man sich über die Fahrradfahrer. An der Stempelstelle treffen wir Jörg und Ben Mozarts aus Greifswald.
Vater und Sohn sind auf Stoneman-Tour. Wir radeln weiter in Richtung Pöhla und Rittersgrün. Am Abend machen wir noch einen Abstecher nach Oberwiesenthal, um Lutz Heinrich zu treffen. Er hat gemeinsam mit seinem Sohn Philipp den Stoneman ins Erzgebirge geholt. Die ganze Geschichte lesen Sie in der freien Presse, online und in der gedruckten Zeitung.